Also, los geht's. Mein Name ist Dominik Ottenbreit. Ich bin Geschäftsführer der Firma ESO Electronic Service Ottenbreit GmbH. Wie ihr im Namen dann auch schon hört, ist es halt auch ein Unternehmen, was ein Familienunternehmen ist. Wir nutzen ERP Next schon relativ lange und ich war, wie gesagt, auch mit Cybert Media, mit den Kollegen verschiedenen der Telegram-Gruppe da in Kommunikation und ich versuche eigentlich so auch schon lange die Community hier weiter aufzubauen. Letztes Jahr hatten wir eine Konferenz hier in Deutschland, in Frankfurt war das und deshalb finde ich das jetzt total super, dass wir auch hier so ein User-Meeting haben, auch mit so vielen Teilnehmern. Das finde ich richtig gut, dass du dich da auch engagierst, dass wir da weiterkommen gemeinsam, weil die Community braucht wirklich gute Leute. Also ich gehe kurz auf die Präsentation ein. Erstmal mache ich eine kurze Firmenvorstellung, dass ihr einen Kontext habt davon, was wir als Unternehmen überhaupt machen. Ich denke, das ist schon relevant, dass man das sieht. Und dann möchte ich euch kurz einen Einblick geben, warum wir ERP Next genutzt oder eingeführt haben und wie wir ERP Next bei ESO benutzen. ERP Next bei ESO, da werde ich keine Live-Präsentation machen, sondern ich habe Screenshots vorbereitet. Ich zeige euch aber gerne halt, wenn die Kamera nicht läuft, auch ein Live-System. Wir haben halt da auch Kunden, die da sehr empfindlich sind, die man halt dann nicht so zeigen kann und das ist dann halt privatisiert. Also Firmenvorstellung, was machen wir? Wir bestücken Leiterplatten, also wir kaufen Elektronikbauteile zu, wir kaufen Leiterplatten zu und wir produzieren daraus Produkte, wie ja, eigentlich jeder bei euch auf einem Tisch hat. Wir könnten theoretisch Laptops, Handys herstellen, das machen wir aber natürlich nicht, das ist alles in Asien, weil die sich halt auf Großserienfertigung dort spezialisiert haben und auch Deutschland gegenüber einen starken Lohnkostenvorteil haben. Wir haben uns spezialisiert auf kleine und mittlere Serienfertigung und auf extrem schnelle Prototypen, die wir bauen. Und so haben wir dann verschiedene Kunden, für die wir das machen. Wenn wir von einer Serie reden, dann reden wir von 25 bis 1000 Stück. Das ist so eine Losgröße, die wir dann fertigen. Und wir schaffen es tatsächlich, also Elektronikprodukte innerhalb von 10 Arbeitstagen zu produzieren nach Auftrag. Das ist tatsächlich unsere Spezialität. Der Kunde bestellt, 10 Tage später hat er die fertige Baugruppe auf dem Tisch funktionierend getestet und kann damit dann weiter sein Produkt entwickeln. Wir haben dann noch so Randdienstleistungen, die wir machen, dass wir also auch Baugruppen nacharbeiten, die dann vielleicht andere Bestücker vermasselt haben. Dadurch gewinnt man dann auch immer schon nochmal schönen Kunden, weil wenn der Kunde unzufrieden ist, dann sucht er sich halt neue Bestücker. Wir machen auch Elektronikentwicklung und Softwareentwicklung. Jetzt davon aber mal vielleicht was man dann auch sieht. Ihr seht jetzt hier eine Baugruppe mit bestückten Bauteilen. Das ist genau sowas, wie das dann bei uns produziert wird. Wir haben da verschiedenste Fertigungsprozesse, mit denen wir das machen. Teilweise sind die dann vollautomatisiert, halbautomatisiert oder man hat da wirklich noch manuelle Prozesse, wo man mit einem Lötkolben da sitzt, wie man sich das vielleicht so klassisch vorstellt oder das dann halt auch im Hobbybereich eventuell gemacht wird. Wir haben über 200 aktive Kunden. Die Zahl wächst eigentlich wöchentlich. Ich glaube, im Moment kriegen wir so jede Woche einen neuen Kunden dazu. Wir haben keine Abhängigkeiten von irgendwelchen großen Kunden. Das wollen wir auch nicht. Wir sind halt, wie gesagt, in diesem Prototypenbereich. Hier sind einfach mal 6 Kunden aufgelistet, für die wir dann arbeiten, exemplarisch. Aber es gibt ganz, ganz viele Kunden. Wir haben Kunden in Wiesbaden, in Mainz, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber die dann selbst Hidden Champions sind, Weltmarktführer in irgendeinem ganz dubiosen Bereich. Und diese Kunden, wie ihr die jetzt zum Beispiel hier ausgewählt seht, die haben halt auch extrem hohe Ansprüche. Das heißt, wir können uns da keine Fehler erlauben, die erfordern eine Transparenz, die kommen uns auditieren. Das heißt, dann kommt da einer von einem dieser Kunden und besucht uns und geht alles durch. Und dann heißt es auch immer, was ist euer ERP-System? Da hieß die Antwort ganz lange, Microsoft Dynamics Navision. Da habe ich gesagt, ah ja, okay, gut, gut. Okay, gut. Kenne ich, gut. Jetzt sagen wir, was ist euer ERP-System? ERP Next. Okay, was ist das? Ja. Und dann geht die Diskussion los. Die Diskussion ist meistens interessant, weil das Nächste, was ich mache, ich klappe meinen Laptop auf, zeige denen das und die gucken alle nur, wow, okay, cool. Ja, das verstehe ja sogar ich, also ohne Schulung. Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor ich dann da noch näher drauf eingehe. Ihr merkt, das sprudelt schon so raus, der Enthusiasmus für das Produkt. Unsere Kunden sind regional verteilt. Hier dieser kleine grüne Fleck, das sind wir. Hier ist ungefähr Wiesbaden, also wir haben nur eine Stunde Anfahrt.
Wir wachsen aber ganz stark international, weil es halt andere Bestücker nicht hinbekommen, so schnell zu produzieren, auf dem Qualitätsniveau, wie wir das machen. Jetzt der interessantere Teil. Das war für mich wichtig, dass ihr einen Kontext habt. Jetzt wisst ihr eigentlich, was so bei uns los ist, mal ganz grob. Weshalb ERP Next und wieso haben wir das System eingeführt? Wir hatten ein ERP-System eingeführt 2010, als ich in das Unternehmen dazugestoßen bin, um eine Eigenlösung abzulösen. Das war dann damals Microsoft Dynamics Navision 2009. Das war ein Jahr alt, das war total gut. Wenn ihr euch das jetzt anguckt, sieht es gruselig aus. Das ist so eine Desktop-Applikation, die ein bisschen aussieht wie Windows XP-Ära. Ja. Und wir mussten das ablösen. Haben wir natürlich überlegt, mit was können wir das ablösen? Für mich kam als erstes die Idee, ich würde eigentlich gerne eine Open-Source-Lösung haben, weil in diesem Navision 2009 wird ganz viel für uns angepasst von einem Service-Provider. Das heißt, eine Leiterplattenfertigung ist ja nicht unbedingt wie Brötchen backen. Also das sind sehr unterschiedliche Sachen. Und für dieses Customizing haben wir sehr viel Geld in die Hand genommen und waren jetzt an dieser Situation, dass wir mit Navision 2009 auf die neue Webplattform hätten migrieren müssen. Natürlich ist die Webplattform jetzt ganz ungünstigerweise komplett neu und keine dieser Anpassungen, die wir haben, sind übertragbar. Also bitte nochmal einmal von vorne, von null. Also alles, was wir gemacht haben, ist im Prinzip für die Tonne, dient quasi als Mockup, wie man das denn alles ordentlich machen kann, aber im Prinzip halt totaler Schrott. Also, jetzt kann ich mich entscheiden, migriere ich jetzt auf Navision 365, heißt es jetzt ja, oder Dynamics 365, oder gehen wir einen anderen Weg, weil im Prinzip bringt mir das gar nichts, ob das Produkt jetzt noch Navision heißt oder nicht, es ist was Neues. Und dann dachte ich mir, ist eigentlich mies, wir brauchen eigene Kontrolle über diese Prozesse. Wir können uns da nicht immer wieder einem Servicedienstleister ausliefern und darauf hoffen, dass der alles gut macht und wenn dann irgendjemand entscheidet, das kündigen wir ab, ist es vorbei. Bei einem Open-Source-Projekt habe ich halt den Vorteil, dass selbst wenn Rushab sagt, ich habe die Nase voll, ich mache das nicht mehr oder ich gehe jetzt woanders hinarbeiten, dass wir es halt forken können oder weiterführen können. Das heißt, wir können dieses Open-Source-Projekt nehmen und sagen, okay, wir machen da jetzt was anderes draus. Ist schon ganz oft passiert. Ich meine, Linux-Derivate zum Beispiel gibt es ja wie Sand am Meer und die kommen und sterben dann auch immer nochmal. Das war für mich ganz eine interessante Idee, dass man halt überlegt, können wir nicht eine Open-Source-Lösung nehmen. Dann war es für mich wichtig, webbasiert, vielleicht auch deshalb, weil wir da so auf dieser Desktop-Applikation waren. Ich habe schon immer ein MacBook genutzt, da musste ich auf meinem MacBook Windows laufen lassen oder irgendwie virtualisieren, dass ich so eine Desktop-Applikation da drin habe. Das ging mir alles auf die Nerven. Und der wichtigste Punkt war, wir wollten eigentlich so ein, wir nennen das bei uns intern so Information Warehouse. Also wir nennen es gar nicht nur ERP-System, sondern für uns ist das ein System, wo wir alles an Informationen strukturieren und reinbringen. Also wir reden dann von ERP eigentlich nur von einem Teil. Ja, es heißt zwar ERP Next, aber es ist für uns viel mehr. Wir haben also nach einem ERP gesucht. Wir wollten auch so eine Art MES, also wo man sieht, Rückmeldung aus der Fertigung, wie weit ist ein Produkt dahin gediehen, welche Arbeitsschritte sind fertig, was für Material wurde verbraucht, CRM, also welche Kunden habe ich, wie zufrieden sind die, welche Kontakte habe ich, welche Möglichkeiten habe ich, also auch die Pflege dort, Helpdesk und kollaboratives Projektmanagement, dass wir also auch tracken können, wie weit sind verschiedene Schritte. Das war so das, wo wir einfach mal geguckt haben, was gibt es da. So, dann gab es so eine Shortlist, die sah ungefähr so aus. Dann haben wir gesagt, okay, Microsoft Dynamics, das kennt jetzt jeder. Das User Interface ist zwar Web, aber das sieht noch so ähnlich aus. Gucken wir uns das an. Wir haben uns SAP HANA Cloud angeschaut, haben das auch getestet. Beides ganz interessante Systeme. Open Source haben wir uns dann Adempia, Metafresh, Odoo, OpenBravo und ERP Next angeschaut. Oder wir haben auch komplett überlegt, machen wir nicht eine Eigenlösung. Wir hatten damals einen Softwareentwickler, der sagte, ich könnte mir das vorstellen, dass wir da was machen. Ja. Okay. Auf jeden Fall habe ich mir diese verschiedenen Systeme angeschaut und irgendwie bin ich an diesem ERP Next hängen geblieben. Das fing schon an, als ich auf die Webseite gegangen bin, habe gesehen, hey, das ist alles sauber aufgeräumt, das sieht richtig clean aus. Habe mir ein Benutzerkonto erstellt, die Instanz wurde innerhalb von einer Minute hochgefahren, ich war sofort drin und habe angefangen, da drin zu arbeiten. Ich habe dann ohne Witz, also
bei den anderen Systemen habe ich irgendwie die Lust verloren. Ich sage, keinen Bock mehr, ich gehe jetzt ja irgendwie Feierabend. Bei ERP Next war das für mich so, ich bin da rein und dann, aha, okay, und hier und bin da weiter. Ich habe dann echt 24 Stunden lang da gesessen, ohne Schlafpause, habe da nur durchgeklickt, den kompletten Zyklus einmal durchgemacht, habe einen Arbeitsauftrag angelegt, aha, okay, guck mal hier, Stückliste, einfach total, total da rein. Und nach 24 Stunden bin ich dann irgendwie aus meiner Höhle da rausgekommen, bin zu meiner Frau gegangen, die auch hier ist, habe gesagt, wir fliegen nach Indien. Ja. Dann haben wir tatsächlich die Flüge gebucht, haben Rushabs, Umer ist der für den Vertrieb zuständig ist, haben gesagt, wir kommen nach Indien, wann habt ihr Zeit? Gebucht, hingeflogen und los ging's. Ja. Und als ich dann noch das Team kennengelernt habe, war für mich die Entscheidung klar, also super Produkt, Open-Source-Produkt, einsatzfähiges ERP-System, super geniales Team hinten dran, Führung von Rushab und auch von den Kollegen, die ich da kennengelernt habe, war für mich die Sache klar. Was uns gefallen hat, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, was uns gefallen hat, schönes, einfach und intuitiv zu benutzendes Design, einfaches Setup. Wir haben das zum Beispiel jetzt im Self-Hosting, also wir sind jetzt kein Cloud-Kunde von ERP Next, sondern wir haben einen eigenen Server laufen. Das läuft ja eigentlich einwandfrei und einfach. Wir können es dauerhaft aktualisieren. Wir sind tatsächlich auch Bleeding Edge. Wir haben einen eigenen Fork von Version 12. Also wir sind da relativ stramm unterwegs. Wir gehen wirklich immer an die Kante und gucken, was ist das Neueste, weil wir halt da auch selbst Code mit reinschieben wollen. Was noch gut war, bekannte Webtechnologien, also mit Python, JavaScript, MariaDB als Backend, Node.js, Redis, das sind halt alles wirklich Haushaltsnamen, damit findet man Entwickler und das ist halt jetzt nicht irgendwie basierend auf Java Version 4 oder keine Ahnung, PHP, nicht objektorientiert, sondern wir haben halt gesehen, ey, das ist auch ein zukunftsfähiges Framework, was wir da haben. Was mir total gut gefallen hat, ist, dass alles im Prinzip eine API hat. Du kannst überall mit einer API abfragen und Informationen reinpumpen. Du musst dir nicht eine API zusammenstricken oder erzeugen, sondern das System ist von sich aus eine komplette API. Also du kannst da alles über API abrufen. Und was auch gefallen hat, Mobile First, obwohl da natürlich Verbesserungspotenzial besteht in der Nutzbarkeit auf Mobiltelefon, hat man doch schon gesehen, dass es optimiert für Tablets und auch für kleine Bildschirme. Open-Source-Software mit tollen Maintainern, wachsende Community und wie gesagt, als ich das dann halt alles so irgendwie verinnerlicht habe, war das für mich klar und die Flamme war an und das ist halt auch das, was ich dann immer ausdrückt. Wenn jemand Interesse hat und mich auf ERP Next anspricht, dann sprudelt das eigentlich immer so raus. Implementierung, da ist eigentlich ein interessanter Punkt. 2015 hatten wir den ersten Kontakt, wir sind dann auch nach Indien geflogen. 2016 haben wir dann angefangen mit eigenen Doc-Types. Also wir haben sofort angefangen, aber wir haben nicht gesagt, wir müssen jetzt unser ERP-System ablösen. Das war gar nicht die Priorität, weil wir hatten ja ein funktionierendes ERP-System, wir haben eine funktionierende Finanzbuchhaltung, wir haben eine funktionierende Lohnbuchhaltung. Da muss jetzt eigentlich, gibt es keinen Handlungsbedarf, aber es gibt sehr, sehr viele Ineffizienzen im Betrieb, die man optimieren könnte. Und da haben wir wirklich so angefangen und haben erstmal so diese Optimierung angegriffen. Also was kann man strukturieren? Wo können wir eine Excel-Datei abschaffen? Wo können wir ein Word-Dokument? Wo können wir einen Schmierzettel, einen Telefonanruf, eine E-Mail? Wie können wir das alles irgendwie holen in den Mülleimer und dann jetzt neu ordentlich in ERP Next in einem definierten Prozess? Ich habe da gleich ein paar Beispiele für euch. Und das ERP blieb erstmal Dynamics. So, ich habe dann immer Rushab gesagt, als er gefragt hat, wann stellt ihr um? Wann nutzt ihr denn ERP Next denn auch als ERP-System? Also Einkaufsbestellungen, Lagerbuchungen, Lagerbewegungen, Rechnungen schreiben. Ich sage, ja, so weit sind wir noch nicht. Das geht noch nicht. Und Rushab sprach mich dann auf der Konferenz nochmal an, ja, wann seid ihr denn soweit? Wann stellt ihr denn auf ERP Next um? Ja, so weit sind wir noch nicht. Das war dann 2017 in Frankfurt. Und als es dann jetzt zu Ostern 2018, das war so ungefähr die gleiche Zeit, ein Jahr später, ich glaube, wenn ich jetzt einen Rushab anfrage, dann sagt er, ja, wann stellt er denn endlich um auf ERP Next? Ja, mach doch endlich mal. Ich gesagt, jetzt ist vorbei. Ich habe mein Team zusammengerufen, habe gesagt, okay, wir haben bald Ostern, da ist ein verlängertes Wochenende, 4 Tage ist die Firma zu, das ist die ideale Situation, um zu migrieren. Wir haben also jetzt 2 Wochen, lass uns alles machen, was wichtig ist, weil der Schalter wird umgelegt.
Am Dienstag nach Ostern ist unser altes ERP-System nur noch im Lesemodus. Haben die erstmal gesagt, du bist bekloppt. Also das ist völlig, völlig absurd. 2 Wochen für eine Migration. Wir haben uns dann aber wirklich angeschaut, was brauchen wir? Haben die Migration haben wir in Python geschrieben, haben die API genutzt. Also wir haben einfach Abfragen auf unseren Microsoft SQL Server gemacht, haben dann die Informationen in Python reingepumpt. Auf jeden Fall hat jeder der Entwickler schnell bemerkt, hey, das kann funktionieren. Haben migriert und so sind wir dann halt seit Dienstag nach Ostern voll auf dem System. Wir nutzen die FIBU und die Lohnbuchhaltung weiterhin nicht von ERP Next. Das war auch nicht in Navision umgesetzt. Das wird kommen nächstes Jahr, denke ich. Aber für uns sind erstmal Prozessverbesserungen da auch noch wichtig. Genau. Wie setzen wir das jetzt also um? Grundsätzlich, wie kann man ERP Next anpassen? Also ich habe ja bemerkt, einige von euch sind noch relativ neu oder vielleicht auch die Videos sehen. Wir haben relativ viel über tiefere Themen gesprochen. Vielleicht fangen wir mal einfacher an. Also ERP Next als ERP-System oder als System, auf dem ihr eure Firma dann wirklich laufen lassen könnt. Ihr könnt ganz viel customizen und das ist im Prinzip ohne Programmiertätigkeit machbar. Man geht rein, man passt was an, man versteckt was, man macht sich ein Feld hinzu. Wenn man es nicht customizen kann, kann man seine eigene App schreiben. Wir haben unsere eigene App, die hat über 2000 Commits drin, also das gibt auch schon was. Wir haben dann auch unseren eigenen Fork von dem System, weil wir auf dieser Version 12 halt auch laufen, aber wir brauchen schon ein lauffähiges System. Und dann gibt es halt noch den Punkt, dass man halt dann auch die Software, die man macht, zurückspielt. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel von einem Customizing. Das ist ein Dokumententyp, mit dem können wir die Leiterplatte als solche spezifizieren, also das grüne Basisteil, was benutzt wird, um sowas zu produzieren. Das war eine Sache, die wurde direkt nach dem ersten Kontakt mit ERP Next, haben wir uns hingesetzt, okay, wie funktioniert das, haben uns das Ding zusammengeklickt und das existiert bis heute weiter, weil es funktioniert wunderbar. Da wird gar nichts dran programmiert. Das ist alles über das User Interface zusammengeklickt von einem Nichtprogrammierer, und zwar dem Einkäufer für die Leiterplatten. Das ist der Experte, der gesagt hat, genau das brauche ich, klick, klick, klick. Das war im Prinzip wie ein Word-Dokument erstellen, hat sich das so gebaut. Darüber sieht man halt, wir erzeugen jetzt statt einem Word-Dokument oder einer Excel-Datei strukturierte Informationen. Das heißt, ich kann Statistiken fahren. Wie viele Leiterplatten haben wir, die grün sind? Wie viele haben wir, die rot sind? Wie viele Qualitätsausfälle gibt es bei roten Leiterplatten? Wie viele gibt es bei grünen Leiterplatten? Welche Farbe hat diese Leiterplatte überhaupt? Ja, also das klingt jetzt erstmal banal, aber man nimmt halt unstrukturierte Informationen, macht strukturierte Informationen draus. So eine Banalität wie hier Software License, das haben wir tatsächlich auch gemacht. Was haben wir überhaupt für Software-Lizenzen? Office, MySQL Clients, verschiedene Sachen. Das war auch eine Sache von dem bei uns für die EDVs zuständigen Kollegen. Der hat gesagt, das wäre eigentlich ganz gut. Ich habe da so eine Excel-Liste. Ja, machen wir das nicht so. Das waren ganz viele Sachen, die wir am Anfang gemacht haben. Wo können wir uns das Leben erleichtern? Wo können wir Struktur reinbringen? Und damit, das ist reines Customizing, da ist nichts programmiert. Damit könnt ihr euch wirklich total viel Information strukturieren und dann halt mit Reports schön ausdrucken, wie das denn sein soll. Noch so ein Beispiel, wir haben dann ganz früh angefangen, Angebote über das System zu schreiben. Also obwohl wir dann keine Aufträge angenommen haben, haben wir nur Angebote gemacht. Und das hier ist auch so ein Printformat oder Druckformat, wie das dann aus ERP Next rauskommt. Ihr habt diesen Doc-Type des Angebots, dann drückt ihr auf Drucken und dann kommt halt ein Printformat. Und das könnt ihr euch auch anpassen, wie ihr es wollt. Also firmenspezifisch, wie man das braucht. Und wir haben halt gesagt, naja, wir haben sowas wie Service-Ticket. Service-Ticket ist halt bei uns, wir nutzen im Moment noch HelpScout als Ticketing-System. Es gibt Zendesk, es gibt da verschiedene Systeme. Und da erfassen wir das Service-Ticket, dass das halt für uns immer klar und sofort ersichtlich ist. Kundenanfragenummer, die Steuernummer vom Kunden, haben wir gesagt, ja, ERP Next fordert ja gar keine Steuernummer. Das ist ja gar kein Pflichtfeld, aber für uns ist die Umsatzsteuer-Identnummer wichtig, weil wir machen nur Business-to-Business. Wir verkaufen nie an einen Endkunden. Wie geht das? Ja, okay, Customize Form, Angebot, Umsatzsteuer-Identnummer, Pflichtfeld, speichern. Wenn ich euch das jetzt vormachen würde, wird das genauso lange dauern. Also eine halbe Minute und ihr habt die Umsatzsteuer-Identnummer in eurem Report als Pflichtfeld. Das ist total der Hammer. Ja, also Printformate haben wir uns so angepasst, haben angefangen, Angebote zu nutzen. Wir haben dann nach der Migration
Das hier ist so ein Report-View in ARPNX. Also ihr habt Doc-Types, ihr habt Print-Format und ihr habt auch Reports. Und wir haben uns dann hier sowas gebaut, weil wir gesagt haben, wir haben sowas, das nennen wir Business Manager. Also wer kümmert sich um diesen Auftrag beim Kunden? Und vorne seht ihr die Bilder von dem jeweiligen Business Manager, Auftragsnummer, wie ist der Status, welche Priorität hat der Auftrag, wann ist er zu fertigen. Diese Reports, die haben wir uns auch zusammengeklickt. Hier ist jetzt schon Programmierung hinten dran. Das ist ein Server-Side-Report in ARPNext, der noch verschiedenste Funktionen hat. Ihr seht auch hier oben noch drei Funktionen, Compress Work Orders, Picking Not Completed. Aber selbst das, wenn jemand ein Python-Anfänger, Programmierer ist oder zumindest mal einen Plan hat, was Programmierung ist und mal was in PHP gehackt hat, dann kann er das auch machen. Ja, es dauert dann länger, aber es funktioniert. Hier sowas wie Work Order, das sind alles Customizing, das ist nichts Programmiertes. Kitting Box oder Business Manager, Fertigungszelle, das sind alles Sachen, die man sich zusammenklicken kann. Unten drunter haben wir dann hier sowas, darüber verbrauchen wir unsere Materialien auf den Auftrag. Wir haben überall Barcode-Scanner, die Leute scannen das ab, haben an jeder Arbeitsstation Touch-Notebook und buchen das direkt. Hier dann zum Beispiel sowas nochmal ein Print-Format, wie das aussieht. Ihr könnt euch also Reports so zusammen zusammen machen, wie ihr das wollt. Das ist ein anderer Printformat für einen Arbeitsauftrag. Das wird dann bei uns außen an die Behälter gehangen, dass man in der Fertigung sieht, wo ist was. Hier sowas ist so ein ganz kleiner Report, der wird auf so einen Mini-Barcode-Drucker gedruckt. Das kleben wir dann auf Rollen oder auf Kisten drauf, mit denen wir arbeiten. Das ist so dieses Customizing. Und da ist jetzt wirklich ganz wenig Programmierung drin. Und das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, wenn ihr das über einen Service-Provider machen lasst in irgendeinem ERP-System, da legt ihr richtig viel Geld für hin. Ja, und in ARPNext macht man das halt mit Basiskenntnissen sich selbst. App, hier wird es vielleicht ein bisschen interessanter. Ich sage euch mal kurz, also das ist ein Blick in die Fertigung, bevor wir die vorletzte Woche an einem Wochenende radikal umgebaut haben. Ihr merkt, da ist so ein, wiederholt sich was. Das ist so ein Bestückungsautomat. Der nimmt also aus diesen Rollen, die ihr da hier seht, in diesem Magazin, nimmt er die Bauteile raus und platziert die auf die Leiterplatte. Und wir kommunizieren, wir tracken live. Also das ERP-System spricht mit dem Bestückungsautomaten. Da haben wir ein kleines Python-Programm geschrieben, was auf dem Bestückungsautomaten läuft. Das ERP-System redet mit diesem Python-Programm und sagt, bist du da? Er sagt ja, also Ping-Pong. Dann sagt er, okay, ist dein Status okay? Bist du jetzt bereit, Befehle anzunehmen? Dann sagt die Maschine hier, Watchdog on, off. Das ist für uns dieser Watchdog, nennt sich das Ding. Okay, die Maschine ist bereit, Befehle anzunehmen. Das heißt, in dem Moment, das ist jetzt ein bisschen irritierend, aber diese Slots, die ihr hier seht, hier, das sind diese Slots, also hier haben wir Slot 1, 2, da kann man diese Magazine reinstecken. In dem Moment, wo ich das Magazin reinschiebe, haben wir in diesem kleinen Watchdog gesagt, in dem Moment, wo du das Magazin reinschickst, was ist denn da drauf? ARPNext, sag mir das. Erzielt sich die Information über die API von ARPNext, schreibt es auf die Maschine, sagt ARPNext, du blockierst jetzt diese ganzen Rollen, die dürfen jetzt keine Lagerbuchung ARPNext haben, also die kann ich jetzt nicht aus Versehen liefern oder sowas. Die Maschine bestückt, in dem Moment, wo du es rausziehst, sagt die Maschine, hey, Magazin rausgezogen, ARPNext, das habe ich verbraucht. Jedes Mal, wo das Magazin rausgezogen wird, bucht die Maschine live ab, das habe ich verbraucht. Wir haben live Lagerbestände, wir können darüber tracken, wie viel Produkt haben wir erzeugt. Haben dann natürlich auch ein schönes Webportal für unsere Kunden, wo sie danach sehen können, wie weit ist denn mein Auftrag. Sowas Krasses, also wirklich eine Maschine voll integrieren in ein ERP-System, ohne dass man dafür irgendeinen Service-Provider braucht, nur mit Python-Programmierkenntnissen. Kannst du noch kurz erklären, wie das ja. Bei einer Vision gab es nicht. Wir hatten tatsächlich... Wir hatten diesen Bestückungsautomaten, die hatten eine eigene Software, wo man dann Lagerbestände drüber verwalten kann. Und wir hatten die Lagerverwaltung in Navision. Das heißt, unsere Maschinenlagerverwaltung hat gesagt, wir haben 800 Bauteile. Navision hat gesagt, nö, wir haben 1000 Bauteile. Jetzt musst du überlegen, wem glaube ich? Also gehe ich jetzt konservativ ran. Und da gab es täglich Synchronisierung. Und das hat zu Fehlteilen geführt. Also wenn da auch nur mal... Guck mal, du produzierst 5 Baugruppen. Du brauchst also 5 von diesem Mini-Bauteil. Habe ich das noch oder habe ich es nicht? Schwierig. Das wissen wir jetzt ganz genau. Die Maschine bucht sofort aus ARPNext. Im neuen Navision, vielleicht könnten wir uns da auch an eine API andocken. Also jedes moderne ERP-System, was sowas hat, da kann man das natürlich machen.
Aber das Coole ist, das ist voll in Frappé Framework geschrieben. Ja. Wir haben da so eine Übersicht. Also das läuft dann zum Beispiel an jeder Maschine hängt ein Tablet, das dann die Maschine geschraubt. Und wenn der Mitarbeiter dann sagt, was ist denn hier in diesem Magazin, klickt dann drauf mit seinem Finger, auch im Frappé Framework. Dann zeigt er an, okay, in diesem Slot ist dieser Feeder mit dem Artikel, das ist diese Batch, also diese Rollen-ID für uns, mit dieser Menge. Da kann der Mitarbeiter sich selbst schnell kontrollieren, was habe ich drauf, wo ziehe ich was runter. Und das ist einfach eine kleine, das ist ein Jinja-Template, in Python geschrieben und der berichtet das dann so zurück. Und wie gesagt, also Live-Maschinenkommunikation. Ich könnte jetzt auf unser ERP-System drauf gucken und gucken, was wird jetzt verbraucht. Genau, das ist eine App. Das ist eine App. Also das ist nichts, was für ERP Next Core relevant ist. Das ist für niemanden. Das bringt Cybert Media so absolut gar nichts, sowas zu haben. Das ist unsere App. Die heißt dann Machine Communication. War irgendwie naheliegend. Ja. Ganz kurz, wir müssen, so eine Frage, ansonsten für die Videozuschauer ist das ziemlich blöd später. Ja. Entweder du wiederholst sie oder okay. Vielleicht kannst du kurz ins Mikro nochmal deine Frage stellen. Ja, ich habe mich nur für die etwas detailreichere Ausführung interessiert, was jetzt im ERP-System gemacht wurde oder wie das Interfacing zur Maschine funktioniert. Und da gibt es eben also, einen programmierbaren Computer, der das Ding steuert, die Maschine steuert, nehme ich an. Und da auf der Maschine, teilweise sind die Maschinen relativ alt. Wir haben da Maschinen, die sind ganz neu und teilweise ganz alt. Da läuft dann irgendwie, wie heißt die Red Hat Open Source Variante? Ja, ich glaube CentOS Version 3 oder sowas. Ja. Total alt, also mit einer uralt Python-Version. Also wir haben es im Prinzip so gemacht, wir haben in ERPNext eine eigene App gemacht, die dann gewisse APIs bereitstellt, die wir speziell dafür gemacht haben. Und dann haben wir ein kleines Python-Programm gemacht auf der Maschine, was dann halt auf Python-Version 1.2 läuft auch noch oder sowas. Also ganz low-level. Und die sendet Kommandos auf unser ERP-System live. Ja, und das ist nichts anderes. Also ein bisschen Arbeit auf eurer Seite war es schon auch noch. Ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Es war sehr viel Arbeit. Also das war ein Projekt für einen Monat, für einen Mann, aber nicht für ein Jahr. Also eigentlich akzeptabel, finde ich, für so eine Innovation. Ich muss mich ein bisschen sputen, weil meine Redezeit vorbei ist. Hier haben wir noch was Cooles. Also diese ganzen Bauteile, stellt euch vor, wir haben 4.500 Produkte, die wir herstellen. 4.500 verschiedene kleine Elektronikbaugruppen. Auf so einer Baugruppe können bis zu 200, 300 verschiedene Bauteile sein. Jetzt macht diese Rechnung im Kopf. Also wir haben über 50.000 Artikel an Lager. Und diese werden über solche Herstellerartikelnummern kodiert. Also jetzt hier PIC16F684-IST. Das ist ein Microcontroller. Also es wäre jetzt wie bei einem ein AMD Ryzen als CPU oder irgendwas. Und das ist halt dieses PIC16F, das ist also so eine Herstellartikelnummer. Wir brauchen 100 Stück. Jetzt sage ich das da ein. Wir haben uns eigentlich im ERP-Next unsere eigene Suche nachgebaut. Wenn ich euch das jetzt live zeigen würde und euch die Preise zeigen dürfte auf dem Video, die uns diese Hersteller geben, was ich nicht darf, dann würdet ihr sehen, der pullt live die Ergebnisse rein. Das heißt, was hier passiert im Hintergrund, ERP-Next macht jetzt queued die ganzen API-Calls, also geht jetzt auf die Webseite von, das sind jetzt die Firma Arrow, DigiKey, EBV, Funnel, Mauser, Online Components, RS Components, das sind alles Zulieferer von uns, die diese Bauteile haben. Macht die API-Anfrage, kriegt das Ergebnis zurück und aktualisiert dynamisch diese Seite. Also man sieht im Prinzip am Anfang gar nichts und dann pop, 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 pop. Habt ihr vielleicht mal bei Flugsuchen oder sowas gesehen, ja, dass irgendwie so total auf einmal alle Flüge kommen. Und das ist hier genauso. Und oben aktualisiert sich dann live, was ist der beste Preis für diese Menge. Und jetzt sehe ich halt hier, das Verpixeln hat nicht sehr gut funktioniert. 1,13 Euro für 100 Stück von diesem Lieferanten. Und nebendran ist so ein Shopping-Cart-Icon. Und der ist total cool. Wenn ich den nämlich klicke, rufen wir eine API auf. Und wir pumpen diesen Artikel in eine neue Bestellung oder in eine bestehende Bestellung bei diesem Lieferanten. Das wird dann alles vollautomatisch gemacht. Also wir haben eigentlich so ein Online-Shopping-System für uns selbst nachgebaut, wo wir APIs konsumieren.
Und sowas zu machen in einem Framework, das finde ich schon ziemlich krass. Und das ist natürlich jetzt, das hat nichts mehr mit Customizing zu tun, was ich euch jetzt am Anfang gezeigt habe, diese einfachen Sachen. Aber das Framework kann selbst solch komplexe Dinge abwickeln in einer App. Das hier ist nur eine App, die kann ich morgen, wenn ich das wollte, könnte ich die bei jemandem installieren. Und ihr könnt das nutzen, mit null Konfiguration sofort einsetzbar. Und ich finde, das ist schon ein starkes Argument für dieses System. Einerseits, das Ding kostet nichts. Das Ding ist ready out of the box für sehr viele Kunden. Ich weiß nicht, Rishab, how many people run on ERP Next Cloud on vanilla? Roughly. 600 paid customers. Yeah. So like 800, at least 800. Mindestens 800 Firmen laufen auf der ERP Next Cloud ohne Server-Side-Programmierung, ohne Python-Code, ohne irgendwas, sondern nur mit Customization. Das, was ich euch am Anfang gesagt habe, das könnt ihr euch zusammenklicken. Und irgendwann merkt ihr, wenn ihr wächst in dem Projekt, was damit alles geht, und zum Schluss programmiert ihr sowas. Ja? Wo ihr wirklich, das ist Effizienzsteigerung ohne Ende. Wir kriegen es im Moment hin, wirklich massiv schnell Bauteile zu kaufen. Wir frühstücken das ab und deshalb können wir halt innerhalb von 5 oder 10 Arbeitstagen Elektronikbaugruppen herstellen. So, ich glaube, Contribution, noch ganz kurz. Mach ruhig weiter. Ich der Rushab war so schnell und ich glaube, ja, das ist gut. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt die anderen sehen, aber sehr, sehr spannend. Ja, wir können auch, ich kann auch nochmal zurückgehen auf Punkte. Ja. hier noch was Contribution. Ja. Ich habe ja auch die Frage vorhin gestellt, habt ihr irgendwas Cooles, was ihr irgendwie beistellt? Und haben wir schon gehört, ja, so eine eigene App, die wir gemacht haben, nativ, wie man es lösen könnte. Wir haben einiges beigesteuert zu ERP Next. Das war eine lange Zeit überhaupt nicht so, sondern wir haben uns wirklich nur auf uns selbst konzentriert und haben dann irgendwann auch gemerkt, das ist kein Weg, wie man halt sich in einem Open-Source-Projekt langfristig verhalten kann, wenn man, das war jetzt ganz wichtig, man kann das machen, wenn man von der Community was will und von Frappé was will. Also entweder schiebt man Frappé Geld rüber und sagt, ich will das, ich will dieses Consulting, diese Dienstleistung, mach das bitte. Und die sagen, kostet so viel, alles klar, mach. Okay, müsst ihr nichts zurückgeben. Man muss sich da nicht zu verpflichtet fühlen, etwas zurückzugeben. Wenn ihr für eine Dienstleistung bezahlt, ist doch okay. Wenn man natürlich jetzt dauerhaft aufs Forum geht und sagt, Leute, wie geht denn das, wie geht denn das, wie geht denn das, wie geht denn das, und man beantwortet nie eine Frage, dann ist dieses Gleichgewicht natürlich zerstört. Also wenn ich nicht irgendwie das Frappé bezahle oder einen anderen Service-Dienstleister, nichts zurücksteuere, dann gerät dieses Gleichgewicht außer Kontrolle. Deshalb haben wir dann bei uns auch nochmal auf die Fahne geschrieben, wir wollen eigentlich alles zurückgeben ans Projekt, was wir zurückgeben können. Das ist bei uns absolut Firmenstrategie und auch alle Entwickler sind an Bord. Und die Entwickler, die nicht an Bord sind, die müssen an Bord gehen oder von Bord gehen. Ja, also das ist bei uns ganz klar. Sowas, auch wenn das cool ist und als Konzept total gut ist, ist das natürlich was, wo wir sehr viel Energie rein investiert haben. Und das zu zeigen, die Überlegung, ob ich das überhaupt zeige, ist schon ein bisschen so ein Punkt, weil das für uns wirklich strategischer Mehrwert ist. Und das ist so ein bisschen Secret Sauce, also wie... Das will man nicht so rausgeben. Ja? Das würde ich auch nicht machen. Aber als Konzept, um euch mal zu zeigen, was geht, ich glaube, seht ihr die Power, die hinten dran ist. Ich habe nur ein Beispiel. Und das finde ich, das erklärt in einem Beispiel perfekt, warum man zurückgeben soll. Wir machen auch Lieferfahrten. Also wir haben viele Kunden im Südwesten nach Wiesbaden. Wir haben hier Kunden, da fahren wir teilweise hin. Also wir haben ein eigenes Lieferfahrzeug, wenn das Express ist, ja, 5 Tage Express, da haben wir nicht noch einen Tag für UPS, sondern das muss jetzt raus und der Kunde wartet. Da haben wir sowas gemacht, Delivery Trip, also Lieferfahrt. Damit können wir also solche Lieferfahrten anlegen und sagen, an diesem Tag fährt dieser Fahrer mit diesem Fahrzeug zu diesem Kunden und liefert diese Lieferscheine aus. Da haben wir gedacht, wäre doch eigentlich cool, wenn wir da die Ankunftszeit bei dem Kunden automatisch errechnen könnten, basierend auf der aktuellen Verkehrslage, und dem Kunden automatisiert eine E-Mail schicken können, wo er sagt, hey, lieber Kunde, um so viel Uhr kommt dieser Fahrer, wenn es Probleme gibt, ruf ihn auf der Handynummer an, das ist das Fahrzeug, wenn du es anmelden musst, das ist der Lieferschein, hier ist eine Lieferscheinkopie. So, das passiert jetzt, also ich erstelle diesen diese Lieferfahrt. Der Kunde kriegt diese Information, freut sich, kann das also wirklich nachvollziehen. Was haben wir gemacht? Wir haben Google Maps API integriert
Und jetzt kommt der Punkt. Wir haben gesagt, das braucht doch keiner. Das ist ja nur für uns. Da haben wir auf einmal gemerkt, dann kam einer, hat gesagt, ich habe das dann mal präsentiert, dann hat gesagt, das, genau das brauche ich. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht machen wir was. Dann hat aber schon jemand anderer darum gewurschtelt und hat sowas Ähnliches gemacht. Jetzt hatten wir einen Konflikt, also jetzt haben wir doch da was gemacht und die haben was gemacht. Jetzt müssen wir das irgendwie zusammenbringen. Haben wir dann zusammengebracht, das war schmerzvoll, das war, hat Zeit gekostet, war so unnötig wie noch was. Das heißt, dafür, dass wir das nicht zurückgegeben haben, mussten wir eigentlich bluten später, weil auf einmal Konflikte entstanden sind und wir das dann jetzt selbst nochmal reparieren mussten. Hätten wir es einfach rausgepumpt, eine Doku gemacht und haben gesagt, guck mal hier, was wir Tolles haben, hätten wir was Gutes für die Community gemacht, es hätten sich zig Leute gefreut. Auf der Konferenz haben mich mindestens 10 Leute angesprochen, die gesagt haben, das Ding ist cool, wusste ich gar nicht, dass es von euch ist. Ja? Und wir hätten uns diese Schmerzen später gespart. Und jetzt kommt das Allerbeste. Darauf wurde aufgebaut. Das heißt, ein anderer hat gesagt, das ist ja ganz schön cool, was ihr da gemacht habt, aber ich hätte noch gerne diese Funktion. Ich hätte noch gerne diese Funktion. Hat zum Beispiel jetzt einer gemacht, der macht die Fahrtenplanung, die errechnet sich automatisch. Also bei uns war das im Prinzip, geht dahin, dann dahin, dann dahin. Das war dann fix. Und der sagt, nee, ich mache eine Routenoptimierung. Also es wäre doch viel sinnvoller, wenn ich von hier nach A, dann nach C und dann nach B gehe. Das ist ja viel kürzere Fahrzeit. Und außerdem verkehrstechnisch besser. Die haben das gemacht, haben es reingepumpt. Auf einmal merken wir, das Ding rechnet sich neu und hat gesagt, Fahrzeit aktualisiert. Und das war sowas von toll, wenn man dann sieht, hey, da ist was, was wir angefangen haben und jetzt hat da jemand anderes was investiert, was uns total viel bringt und wo wir nichts für bezahlt haben. Das heißt, wir haben bezahlt, initial, dafür wird es aber maintained und andere bauen drauf auf. Und das war für mich so absolutes Schlüsselevent. Das war meine Präsentation. Ich kann gerne auf Fragen eingehen. Ich hoffe, es war interessant. Das ist erstmal ein Applaus. Danke. Als ich über dieses Event hier nachdachte, dachte ich nicht, dass so viele Leute kommen würden. Und ich dachte nicht, dass wir so einen coolen Vortrag haben würden. Nichts gegen den Rushab, aber das war genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Ein YouTube-Video, in dem sozusagen deutsche User sehen können, was alles möglich ist. Ja. Ich bin total begeistert, was ihr so schafft. Und nichts minder als die Weltherrschaft sollt ihr damit erringen. Vielen herzlichen Dank. Habt ihr Fragen? Da hinten ist eine Frage. Los. Danke erstmal für den Vortrag. War wirklich sehr, sehr gut. Was ich mich frage ist, wie macht ihr das mit der Skalierung? Also ihr habt ja schon echt viele Prozesse vorgestellt, wo ich glaube, dass die recht rechenintensiv sind. Mhm. Wie skaliert ihr denn? Also ja, also Skalierung ist für uns noch kein Problem. Wir haben zwei Werke dran. Wir haben das Werk in Deutschland, das Werk in Rumänien, die auf diesem Server laufen. Wir haben im Moment 110 User da drauf, die Maschinen, die buchen. Natürlich gibt es gewisse Tabellen jetzt auf der Datenbankebene, die groß werden. Aber jetzt bei groß, da reden wir noch von, sagen wir, 100, 200 Megabyte. Und das wächst eigentlich gar nicht so schlimm. Wir betrachten das immer weiter, aber aktuell nach 6 Monaten, wo wir auf dem System voll laufen, haben wir eine Datenbankgröße von ungefähr 250 Megabyte. Und RAM kostet nichts mehr. Also wir haben da einen Server, der hat irgendwie 128 Gigabyte RAM. Und eine 2 Terabyte SSD gespiegelt mit einem RAID 0 und dann haben wir noch eine Backup-Festplatte drin, dann haben wir ein Galera-Cluster, wo wir dann halt nochmal hinspielen. Und das funktioniert alles wunderbar, wir haben eigentlich gar kein Performance-Problem und das spricht eigentlich auch dafür, guck mal, Rushab hat das vorhin gesagt, eine Firma, die 9 Milliarden Rechnungen erstellt hat in ERP Next. Kein Problem. Also, bei uns sind wir diese Webpreissuche, die erzeugt auch massiv Daten, die wir natürlich auswerten. Wir saugen da alles raus, was wir können. Wie sind Preistrends? Sollen wir jetzt bestellen oder später? Sind die Preise im März höher als im April? Also das ist Business Intelligence im Feinsten, was wir da machen. Und diese Daten, da haben wir jetzt im Moment 1 Million Einträge drin. Also das ist alles noch total einfach. Also ich glaube, Skalierungsprobleme, entweder wachsen wir wie verrückt, dann können wir da mal drüber nachdenken, aber dann haben die Jungs, mit denen Rushab da geredet, haben das schon längst gelöst. Also wir haben keine Performance-Probleme. Okay.
Ich habe eine Frage. Du hattest vorgestellt, dass ihr einen Custom Doctype habt, um die Angebote zu erstellen. Und da hatte ich mich gefragt, warum ihr das nicht über BOMs macht. Weil man kann doch auch über BOMs mit den Preisen von den einzelnen Komponenten im Prinzip auch die Kosten errechnen. Ja. Warum macht ihr das nicht? Also um eine BOM zu erstellen, brauchst du eine Stückliste. Also die BOM ist die Stückliste. Du brauchst also eine Kundenstückliste, die in irgendeiner Art und Weise sauber ist. Leider ist das nicht die Realität, sondern die Stücklisten sind teilweise suboptimal oder miserabel. Das heißt, daraus Artikel zu erzeugen, die du dann wiederum in eine Stückliste machst, ist sehr intensiv, das dauert sehr lange. Aber das gleiche Problem gibt es doch bei einem Custom Doctype dann auch. Also, ja, wir haben halt keine Stückliste, sondern wir haben so eine Kundenstückliste, wie wir das nennen. Und darin können wir dann halt auch, sagen wir mal, relativ rohe Daten reinmachen, auf denen wir basieren. Die Angebote haben immer eine Unschärfe. Also du wirst da nie auf einen Cent runterkommen. Aber wir haben den Vorteil, dass wir unsere echte Stückliste sauber halten. Die muss perfekt sein. Ja? Und diese Kundenstückliste, auf der das Angebot dann basiert, da erlauben wir eine gewisse Unschärfe oder noch Klärungsbedarf später. Deshalb trennen wir die Sachen. Also das eine ist roh und das andere ist vergoldet. Aber ihr benutzt BOMs auch immer noch, um zu produzieren oder überhaupt nicht? Wir erzeugen aus der Kundenbom dann in dem Prozess, wenn wir den Auftrag kriegen, erzeugen wir eine echte BOM. Das heißt, wir legen Artikel an, wir pflegen Herstellerartikelnummern. Dann gibt es Freigabeprozedere mit der erstellt, darf nicht freigeben, Vier-Augen-Prinzip, der muss das nochmal prüfen. Dann kommt der ganze Rattenschwanz hinten dran. Das ist dann aber alles Core, das ist alles ERP Next, ja. Da haben wir nichts gemacht. Wenn ihr so ERP-Idioten seid wie ich, ich muss das erst nach, die sprechen da immer so Bomben. Stückliste, Bill of Materials. Bill of Materials, genau. Ja, das hat mich bestimmt 5 Minuten und 37 Erwähnungen gekostet, um das rauszufinden. Aber das ist vielleicht auch ganz schön, man fängt auf einmal an, auch als Geschäftsführer Buchhaltung ernst zu nehmen, wenn man vorhat, eine Software einzuführen, die Buchhaltung macht. Und das ist dann nämlich kein einfaches Thema mehr, dass man einfach nur einen Steuerberater gibt. Ja. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank für Fragen. Damit wir nicht so ewig brauchen, würde ich vorschlagen, der Charles kann vielleicht schon mal vorkommen und seinen Rechner aufbauen. Wenn jemand auf Toilette muss, dann macht das ganz schnell. Gut, danke schön.